nochmal herzlich willkommen zur aktiven und kompakt Seminarreihe der Firma Internet Concept. Unser gemeinsames Thema heute, wir begeben uns auf eine Internet-Expedition, aktuelle Trends, bewährte Tricks und neue Tugenden für touristisches Online-Marketing. Mein Name ist Marco Behrens, ich bin sozusagen Ihr Expeditionsleiter heute. Erste Übung zum Warmwerden. Was wünschen Sie sich für den Internetauftritt Ihrer Touristinfo? Wie soll er in Zukunft aussehen? Einmal Emotionen, emotional, bildreich, emotional, individuell. Es wird gewünscht, neben den Emotionen, dann auch wieder eine ganz klare, übersichtliche Struktur. Prägnante Infos, dynamische, interaktive Elemente werden hier von Ihnen genannt. Dann nochmal eine Tafel, online buchbare Unterkünfte und Pauschalen. Doch letztlich entscheidet nicht die Touristinfo, wo im Internet gesucht wird, sondern der Gast. Zwei Drittel der deutschen Urlauber wünschen sich zum Beispiel Videos über ihr Ferienziel. Und viele erledigen Hotelbuchungen bereits schnell und einfach über HLS, das marktführende Hotelbuchungsportal in Deutschland. Nach einer kleinen Aufheiterung steht nun zur Diskussion, wie Vermieter mit Hotelbuchungsportalen umgehen und wie Touristinfos darauf reagieren können. Das kann ja nicht sein. Hier in diesem System zahlen die Hotels, sind sie bereit, 10-13% hinzulegen. Und bei uns, wo man nur mit schmal 5% arbeitet, kriegt man trotzdem keine Geld. Es scheint nur wichtig, dass halt der Gast, wenn er halt auf unsere Seite kommt, dass er halt dann trotzdem ein gewisses Kontingent halt auch wirklich an buchbaren Betrieben vorfindet. Wird es in Zukunft nicht eine wichtige Frage sein, die wir uns alle stellen müssen, ob dieses Thema wirklich diese Buchung, dieses Vertrieb, diese Online-Buchung und so weiter auf unseren Ebenen einen Schwerpunkt bildet? Oder ob wir sagen, die Aufgaben von uns werden sich in andere Ebenen verlagern und diese Buchung findet eigentlich schon auch bereits jetzt auf anderen Ebenen statt und wir müssen hier einfach die Kooperation mit diesen Ebenen suchen. Anders als bei Hotels gibt es bei Ferienwohnungen in Deutschland bisher keinen eindeutigen Marktführer, sondern verschiedene Buchungsportale, die auf unterschiedliche Art und Weise mit Touristinfos kooperieren. Der Idealfall wäre ja, dass ich mein Buchungssystem habe mit meinen ganzen Ferienwohnungen und so weiter, die auch online buchbar sind, und mir die Daten von booking.de und hrs.de auf meine Homepage hole und der Gast dann alles sehen kann, egal was er dann sucht. Und das Kontingent wird vom Vermieter direkt bei hrs zum Beispiel gepflegt und der Gast kann aber trotzdem auf meiner Homepage buchen. Nach so viel Austausch und Input haben sich die Teilnehmer die Mittagspause auf der sonnigen Terrasse verdient. Mit Blick auf den See könnte man so leicht alles vergessen und sich einfach nur noch wie im Urlaub fühlen. Doch zum Schluss möchten wir noch einmal wissen, wo sehen Sie nun die Rolle der Touristinfo für die Zukunft? Als möglichst perfekten Dienstleister für die Feriengäste, sei es die Urlaub hier machen wollen, sei es Geschäftsreisende oder aber auch Tagungsteilnehmer. Die Gäste kommen nicht mehr zu uns und suchen nach Zimmern, sondern die suchen eher nach der Dienstleistung, was vor Ort oder in der Gegend vorhanden ist. Die Rolle in Bezug zu dem Gastgeber selber, es findet gerade auch gewisse Umerziehung statt, weil der ursprünglich oder der alte Gastgeber erwartet ein bisschen immer noch die Partizipierung der Touristinfo, wo er sagt, die Gäste müssen von ihnen kommen und wir lernen, unsere neue Rolle anzunehmen, wo wir sagen, es ist nicht so, wie das vor 20 Jahren war, sondern wir machen denn die Wege offen, wir schauen, was es einfach Neues gibt. Ich glaube, dass wir in Zukunft, und es wird in sehr, sehr naher Zukunft sein, eher uns dieser Dienste, HRS, Booking etc. bedienen werden. Ich würde es begrüßen, wenn es hier eine Win-Win-Situation geben würde, wenn man sich nicht als Konkurrent sieht, sondern wirklich zum Wohle des Gastes gemeinsam diese Dinge
abarbeitet. Ich denke, dass wir eben dieses ganze Spektrum selber alleine nicht abdecken können. Deswegen müssen wir uns auch solchen Portalen bedienen. Und ich finde das als gute Ergänzung, sicherlich nicht als Konkurrenz. Und die Gemeinden sollten eher daran denken, dass sie ihre Stelle an diesen Portalen finden, dass sie eben diese Portale in ihre eigene, jetzt über Webauftritte sprechen, einfach mit integrieren.